Das sind die Themen. Das CERN-Projekt 2030. Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt soll noch größer werden. 10-mal größer als die Erde. Berühmter Ufologe entdeckt außerirdisches Würfelschiff auf NASA-Bild. Und die größte Verführung der Drangsal. Das Mahlzeichen der Gesetzlosigkeit. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir fangen zunächst einmal in Deutschland an, genauer gesagt bei der Bundesregierung und genauer gesagt bei der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Die hat sich nämlich jetzt etwas erlaubt, ein Zitat, ein Satz, wo einige bei der CSU jetzt ihren Rücktritt fordern und nicht nur da, denn sie meinte, es sei eigentlich nicht gut gewesen, dass man Nasrallah, den größten Terrorfürsten der heutigen Zeit, ausgeschaltet habe, aber sie hat es noch verrückter formuliert. Wir schauen uns dazu einen Artikel an vom 30. September, da heißt es: Nach Skandalsatz über Israel. CSU fordert Baerbocks Rücktritt. Nach dem Tod von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah glaubte Baerbock in einem ARD-Interview zu wissen, der Angriff auf den Terrorführer verantwortlich für den Mord von tausenden Menschen sei in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels. Für ihren Skandalsatz erntete sie scharfe Kritik. Sogar ein Sprecher der israelischen Armee widersprach ihr, die Eliminierung Nasrallahs ist zu 100% im Interesse Israels und nicht nur Israels. Denn die Hisbollah hat ja nicht nur eine Gefahr dargestellt für Israel, sondern auch für viele andere Amerikaner, Franzosen, viele sind gestorben durch die Hisbollah-Miliz. Und sie meinte also, wenn man jetzt Nasrallah ausgeschaltet hat, der größte Terrorist der Neuzeit, dann sei das in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels. Also Israel wäre sicherer, wenn man Nasrallah am Leben gelassen hätte und die Hisbollah einfach in seinem Auftrag weiterhin 100 Raketen Richtung Israel geschickt hat, in den Norden geschickt hätte, dann wäre Israel viel sicherer als jetzt, wo man den größten Terroristen der Welt ausgeschaltet hat. Nun, ich glaube wirklich, wir können froh sein in Deutschland, wenn diese Bundesregierung endlich zu Ende hat und eine neue Regierung irgendwie dort an die Macht kommt. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Und ich glaube, die Grünen, so schnell wird man sie nicht mehr wählen. Die waren 16 Jahre lang nicht an der Macht. Jetzt, wo sie an der Macht gewesen sind, müssten eigentlich alle wissen, sie sind nicht wählbar mit ihrer Ideologie, schon gar nicht mit ihrer Politik. Wir bleiben noch kurz in Deutschland, denn ich möchte nochmal auf den Fußballer Michael Ballack eingehen, der sich tatsächlich etwas geleistet hat, was ich persönlich sehr geschmacklos finde. Er ist nämlich jetzt mit der Freundin seines verstorbenen Sohnes zusammen. Tja, da würde er sich auch im Grabe umdrehen, der Sohn von Michael Ballack. Am 1. Oktober wurde berichtet, Michael Ballack mit Freundin seines verstorbenen Sohnes liiert. Das Privatleben des deutschen Fußballstars Michael Ballack sorgt für Schlagzeilen. Der 47-Jährige ist Berichten zufolge mit der ehemaligen Freundin seines verstorbenen Sohnes Emilio zusammen. Emilio Ballack, der 2021 bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, war einst mit der jungen Frau liiert, die nun offenbar mit seinem Vater Michael Ballack eine romantische Beziehung eingegangen ist. Nun, da sind eigentlich beide schuld, sowohl Michael Ballack, der mit der Freundin seines verstorbenen Sohnes liiert ist, als auch die Freundin, die mit dem Vater ihres verstorbenen Freundes wiederum zusammen ist. Eine schrecklich nette Familie, das hat jetzt auch mit Moral nichts mehr zu tun. Aber naja, so ist halt auch hier das Leben. Wir kommen damit nach CERN, wo ja der größte Teilchenbeschleuniger der Welt sich befindet, der noch größer werden soll. Und da peilt man auch das Jahr 2030 an, ein sehr interessantes Jahr 2030 aus vielerlei Gründen, auch bezüglich der neuen Weltordnung, der Agenda 2030, dem Great Reset, Prophetie und so weiter. Aber man plant noch einen neuen Teilchenbeschleuniger, der wiederum noch größer sein soll. So wurde berichtet am 29. September, CERN-Ausbau. Nach 70 Jahren Erfolgsgeschichte plant das Schweizer Kernforschungszentrum den Ausbau des LHC-Teilchenbeschleunigers und einen riesigen neuen Beschleuniger. Den Anfang macht der Ausbau des Large Hadron Collider, der kurz vor dem Jahr 2030 abgeschlossen werden soll. Doch auch am nächsten großen Beschleuniger wird schon gearbeitet, dem umstrittenen Future Circular Collider, FCC. Dieser würde den gegenwärtigen Rekordhalter in Sachen Länge, den LHC, mit 91 Kilometer Umfang weit in den Schatten stellen.
Ich habe schon das ein oder andere Video über dieses CERN-Projekt gemacht und was man da macht, forscht und in die Wege leitet, das kann man als brandgefährlich bezeichnen. Deswegen muss man aufpassen, was dort noch entsteht bei CERN, wo der größte Teilchenbeschleuniger der Welt sich befindet. Wenn es Neuigkeiten gibt, werdet ihr das natürlich erfahren auf diesem Kanal. Wir kommen jetzt zu einem sehr prominenten Ufologen, der auf einem NASA-Bild ein viereckiges UFO-Raumschiff irgendwie gesehen haben will. Das Foto schauen wir uns auch gleich an. Am 26. Juli 2020 wurde nämlich Folgendes berichtet. Ein prominenter Ufologe behauptet, dass der SOHO-Satellit der NASA Bilder von einem außerirdischen Würfelschiff aufgenommen hat, das 10-mal größer ist als die Erde. NASA-Wissenschaftler sind jedoch skeptisch, dass der Würfel auf dem Foto von außerirdischem Ursprung sei. James Oberg, ein ehemaliger Mitarbeiter der Raumfahrtbehörde, sagte, dass die meisten UFO-Sichtungen im Weltraum Weltraumschuppen sind, die vor der Kamera schweben. Nun, Weltraumschuppen, die exakt viereckig sind wie ein Würfel, sind schon etwas merkwürdig, aber ob wir es hier mit einem Würfelraumschiff, UFO-Raumschiff zu tun haben, das bleibt abzuwarten. Wir schauen uns das Bild mal etwas genauer an, das sehen wir nämlich hier. Und da sehen wir auch, wie dieses UFO-Raumschiff angeblich aussieht. Wie gesagt, ich vertraue weder irgendwelchen Ufologen, ich vertraue auch nicht der NASA, aber ich vertraue dem Wort Gottes der Bibel. Und da gibt es laut dem Buch der Offenbarung die Auslegung, dass auch das neue Jerusalem ein würfelförmiges Stadtgebilde ist. Die Stadt Gottes, die Johannes sah, und Hesekiel, die Stadt, die vom Himmel auf die Erde eines Tages kommen wird. Und dann wird niemand mehr bezweifeln, dass das Wort Gottes der Bibel wahr ist, wenn sie himmlische Prophetien sich erfüllen sehen vor ihren Augen. Aber wir sehen CERN, NASA, Außerirdische und so weiter und so fort. Auch Jesus prophezeite ja, dass die Kräfte des Himmels erschüttert werden und vom Himmel Zeichen kommen werden. Und deswegen schauen wir uns mal an, was die Bibel prophezeite, was die Bibel zu sagen hat, im Neuen Testament auch, über eine Verführung, die man nicht durchbrechen kann, weil Gott es zulassen wird, dass diese Menschen verführt werden, ohne dass er selbst die Verführung sendet. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 7 heißt es, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, der Antichrist in der Drangsal, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter aller Verführung der Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Und wenn Gott eine Verführung sendet, wenn Gott jetzt das Herz des Pharaos damals in Israel verstockt hat, so dass er das Volk Israel nicht ziehen hat lassen, dann kann man nichts dagegen tun. Wenn jemand sagt, oh, ich glaube auch in der Drangsal, ich werde nicht verführt werden, ich kenne ja die Bibel. Nein, die Bibel sagt, dass Gott, wenn zur bestimmten Zeit es kommt, wenn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Ungerechtigkeit sich offenbart, dann wird Gott eine Verführung senden, der kann man nicht widerstehen, es sei denn, man gehört nicht dieser Ungerechtigkeit, dieser Gesetzlosigkeit an. Denn hier wird ja Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit in einem Atemzug genannt und auch mit der Liebe zur Wahrheit verknüpft, weswegen wir uns mal anschauen wollen, was in der Bibel steht diesbezüglich. Im Psalm 119, im 2. Korinther 6 und in Hebräer 1, da heißt es, deine Gerechtigkeit, das Gegenteil von Ungerechtigkeit, ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Und wir haben vorhin gesehen, die Menschen, die Ungerechtigkeit sind, die Gesetzlosigkeit verüben, die haben nicht die Liebe zur Wahrheit, weil sie glauben, dass sie ihr eigenes Ding machen können und nicht nach den Gesetzen Gottes handeln müssen. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Und was glauben die Ungläubigen? Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Du, nämlich Jesus, hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Deswegen wird Jesus am Ende der Tage ja auch zu vielen sagen, weicht von mir, Gesetzlosen, ich habe euch noch nie gekannt. Denn Jesus sagte ja, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird kein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde sind noch nicht vergangen, kein Strich vom Gesetz wurde aufgelöst, aber viele Christen lehren die Gesetzlosigkeit, die überhand nimmt, wodurch die Liebe zu Gott erkaltet, die darin besteht, das Gesetz Gottes
zu halten. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist auch heute schon am Wirken, wie Paulus schrieb, auch im Christentum, wo man nicht nach den Geboten wandelt, sondern nach Menschengeboten und heidnischen Traditionen. Deswegen schauen wir uns nochmal bezüglich dem Mahlzeichen etwas um. Im Buch der Offenbarung, da heißt es in Kapitel 14, Vers 9, wenn jemand das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken. Der Zorn Gottes, der sich offenbaren wird am Ende der Tage für die Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben und wohlgefallen haben an der Gesetzlosigkeit der Ungerechtigkeit. Aber hier, und das ist direkt im nächsten Vers, erstmal geht es um das Mahlzeichen und direkt im nächsten Vers heißt es, hier aber ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Wir sehen, das Und ist sehr wichtig. Die Gemeinde der Endzeit, auch heute schon, hat zwei Merkmale. Sie halten Gottes Gebote des Gesetzes und sie glauben an Jesus. Das eine geht nicht ohne dem anderen, denn an ihren Früchten werden wir sie erkennen. Und Glaube ohne Werke ist ja tot. Das heißt, das Mahlzeichen der Gesetzlosen, der Ungerechten, die das Gesetz Gottes als abgeschafft betrachten, wie der Antichrist, der als Gesetzloser bezeichnet wird, die werden das Mahlzeichen bekommen auf der Stirn und auf der Hand. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir auf der Hand und auf der Stirn haben sollen. Es gibt nur eine Sache in der Bibel für das Wort Gottes, 5. Mose 11, Vers 1. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnung, seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten alle Zeit. Wir sollen alle Zeit in Ewigkeit das Gesetz Gottes halten, weil es ja nicht abgeschafft wurde, und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand. Und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein auf der Stirn. Die Gesetzlosen, die glauben, das Gesetz ist abgeschafft, bekommen das Mahlzeichen auf der Hand und auf der Stirn, weil sie nicht die Gebote Gottes halten wollen. Und die Gerechten, die ausharren bis zum Ende, die an Jesus glauben und Gottes Gebote halten, die haben das Zeichen auf der Hand und auf der Stirn, nämlich eben das Gesetz Gottes. Es ist so wie mit Atheisten. Wenn ein Atheist sagt, ich glaube nicht an Gott, es gibt keinen Gott, das ändert nichts daran, dass Gott existiert. Und wenn ein Christ behauptet, das Gesetz Gottes ist abgeschafft, dann glaubt er das zwar, lehrt es vielleicht und praktiziert so auch sein Leben, richtet sein Leben danach aus, ändert aber nichts daran, dass Gottes Gesetz eben nicht abgeschafft ist, weil es niemand abschaffen kann, auch wenn die Kirchen von heute die Gesetze aufgehoben und aufgelöst haben, obwohl Jesus sie ja erfüllte und nicht auflöste. Wir sehen also, lasst euch nicht verführen, denn wenn ihr an der Gesetzlosigkeit festhält, in der Drangsal, wenn das Mahlzeichen ausgeht, dann ist es zu spät, denn wer das Mahlzeichen bekommt, der wird den Glutwein des Gottes der Bibel zu trinken bekommen und dann gibt es keine Entscheidung mehr für die Wahrheit. Denn die Liebe zu Gott laut 1. Johannesbrief besteht darin, Gottes Gebote zu halten. Unser Vater im Himmel ist gerecht, heilig und gut, so sollen wir sein. Und wir können nur Gott lieben und Gott gehorchen, wenn wir ihm gehorsam sind, den Willen Gottes tun, damit nicht am Ende Jesus zu uns sagt, weicht von mir, ich habe euch nie gekannt, ihr Gesetzlosen. Sünde ist die Gesetzlosigkeit und Gott hat kein Gefallen an der Sünde. Zum Schluss, lasst auch gerne mal eine Registration da. Das ist natürlich kostenlos auf meiner Homepage. Fast 400 Geschwister haben sich schon registriert. Dort findet ihr vieles über das Mahlzeichen, über den Antichristen, alles verbunden natürlich nur mit Bibelversen, über die Hure Babylon, über Jesus, das Evangelium, die Gebote, den Sabbat und so weiter. Alles kostenlos. Schaut gerne vorbei auf www.endzeitreportermcm.com. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal, wenn ihr möchtet und könnt. Ich danke allen Geschwistern, die dies tun. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel. Fragen Sie Gott um Erkenntnis, erkennen Sie die Zeichen der Zeit und lassen Sie sich nicht von Gesetzlosen verführen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, das Gesetz Gottes und der König der Könige, der Sohn des lebendigen Vaters im Himmel, der Richter der Welt, Jesus Christus. Amen. Und Gottes Segen.